finde die Maps trotz unserer Spaß aber irgendwie richtig geil. Habe ich das jetzt gerade ernsthaft geschafft, da beim Drehen zu verkacken? Ja. Oh. Aber muss ehrlich sagen, der hat eine Tendenz. Get up, down, the bass is down. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play GTA 5 Online. Eine 8-Minuten-Challenge gilt es zu bestreiten. Ich bin zu Gast beim Anime-Fan, der aktuell auf Twitch am Stream ist. Link zu seinem Channel unten in der Beschreibung. Also wenn ich jetzt nicht live Livestream testen, weil wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann Moin! Moin! Hallo! So, 8-Minuten-Challenge. Ich bin gespannt, ob wir die schaffen. Ich weiß gleich was. Freunde, meint ihr, wir schaffen die mit dem Challenge? Soll ich gerade noch eine vierfach gebaut? Soll ich gerade noch eine Prediction raushauen? Na, ist zu spät, wenn ich jetzt mal. Oh, fuck. Ja. Wird es eng hier, wird es eng hier? Bisschen. Also, ist das rückwärts drin hier oder ist jetzt die Frage? Ich weiß es nicht, er hat so. Nee, Rohrreiz. Komm mal, Kind. Ich hab jetzt aber. Kind fast verkackt! Oh! Ich bin auch dran. Oh, und hab den Punkt First Try! Vierfach Rinch. Das sah mir schon krass nach 8 aus. Fand ich jetzt, aber ich kann. Meine Füße würde ich sagen, dass. Aber vor der Zukunft lässt langsam fahren, Freunde. Oh. Junge, ich verkack einfach die Sommerkin. Was ist da los, Anime? Oh, ich hab den Wendler verkackt. Der hat mich abgeworfen, der Sack. Der hat mich in dieser Typ überdreht. Ich hab schon 2 Wochen kein GTA mehr gespielt, Freunde. Das merkt man sofort irgendwie ein bisschen. Ja. Weiß nicht, wie Florian, der einfach 5 Jahre nicht spielt und dann trotzdem gut ist. Nehmen wir die erstmal ein bisschen schlechter, den wir so. Aber. Ja, wenn du so siehst, ist es doch 8, aber es waren 2 übereinander. Also nicht. Ja, von der Größe her, würde ich sagen. Aber ich war so schlechter als Silberstar. Darf ich nicht sein. Einmal W1. Oh Gott sei Dank haben wir keinen Kontakt dann. So, ich hab den nächsten Punkt. W1 mache ich sofort, Leopold, sobald ich den nächsten Punkt gesehen habe. Hauptsache Silberstar überholt. Ey, ich krieg den einen Sommerkind. Ja, das ist ja wieder vierfach. Oh! Was ist Wendler? Nein! Ja! Okay, der nächste Punkt, der war ganz schön Billo. Nein, ich hab's nicht geschafft, nach oben zu ziehen. Alter, was war das denn? Das ist ja richtig aus dem Zell. Ich dachte erst, du hast mich gerettet und dann kommt so eine scheiß Köfte. Warum sollte Köfte dich retten? Das wäre untypisch. Ja, toll. Der hat seinen Winter, ich dachte, ich überlebt das. Und der Winter kam hoch runterziehen. Nein! Der hat mich rausgehauen. Der Winter hat gleich funktioniert. Der war fies. Der Winter hat mich auch beim ersten Mal weggeballert. Warum bist du jetzt nicht bei mir nicht mit drin? Brauchst du lieber eine Map, kann ich verstehen. Okay, 3 von 17 Punkten. Du solltest dich beeilen, ne? Ja. Ja, einmal eine Minute Gutschein wegen Köfte. Ich stell mich einfach zu blöd gerade an. Ach du Heilige, da kommen ja viele das Mauern. Das hab ich mir gerade auch gedacht. Weil das in Bezug auf mich. Nee, da kommen Mauern. Ne? Ja, ich weiß, das hat mich eben aussortiert. Nein, ich hab's falsch umgenommen. Nein, da war der Punkt. Muss man jetzt erst unten oder oben? Oh, komm. Ich finde auch Sumo nicht so geil, wenn man sich anrennt. Manchmal hat er viele Feinde mit, aber. Nö, Sumo ist nicht mein Modus, muss ich zugeben. Ich bin ja auch nicht so der große Sumo-Freund. Warum, Mann? Ende sieht ja aus wie Sumo-Freunde, aber. Oh mein Gott. Ja, sprich. Hast du gerade gesagt, ich sehe aus wie ein Sumo? Nein. Ich glaube, das auch gehört zu haben. Nein, Kamera! Mach was draus. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, das zurückzunehmen. Eins. Okay, mein Kleiner. Das tut mir sehr leid. Kleiner kannst du ruhig sagen, das ist mir kackegal. Das nennst du mich öfters auch, wenn wir privat reden. Aber den Sumo, den musstest du zurücknehmen. Naja, ansonsten aber hätte ich mir nämlich nicht auf die Zunge gebissen. Naja, aber vom Arsch her passt es doch. Nee? Hä? Dein Arsch. Spielst du kein Sumo? Oh, ich hab den Punkt endlich. Ein Arsch kann Sumo spielen, aber du spielst nicht Sumo mit dem Arsch. Richtig? Nein. Oh. Jetzt müssen wir erstmal konzentrieren, Freunde. Wir müssen uns halt wirklich konzentrieren. Nein, das ist echt.
Aber um das zu lernen, muss man sein Hirn aus selbigem rausholen. Oh, oh nein. Oh. Was ist los? Ich bin bei Punkt 7 von 17. Was zur Hölle ist das? Da, wo dieser... Oh, was ist hier los? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also die Fragen gefallen. Ey, schwarz auf schwarz ist für den Arsch. Sag ich, wie es ist. Ja. Ich hab die Stange nicht gesehen. Nee, ernsthaft. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Ich will ja natürlich auch für Anime-Fan nicht zu viel vorwegnehmen. So, ah, das hier gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir eigentlich. Der will ja... Hey, was muss ich da machen mit den komischen Dingen? Dann jetzt in welchen komischen Dingen? Ja, also wo du gerade bist. Einfach runter. Du musst einfach nur... Okay, Marc, dann wünsche ich dir einen schönen Tag nach vorne und bis zum nächsten Mal. Und ich bin gleich ohne dich face to face. Mach's gut, Marc. Einfach nur über das Flugzeug drüber fahren und wieder runterfahren, Salzi. Ja, genau, hab ich die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich dachte, ich muss da eine Wende machen. Ich glaube, Freunde, der Pfeil heißt, dass das oben weiter ist. Nein, es geht oben weiter, ja. Ich bin hier unten angefahren. Ne? Oh, es geht oben weiter. Ich hab gerade vorm Punkt verkackt. Ich bin gegen die Röhre geklatscht. Da hat er den Ares gemacht. Wir fahren jetzt face to face. Marc nicht. Das ist ja so gemein, Freunde. Man kennt ihn so. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich mag meinen Humor. Gönn dir, Klo. Gönn dir. Kampfklo. Setze deine Ziele so, dass du sie erreichen kannst. Das macht dann mehr Spaß. Leck mich. Boah, ist das ein ekelhaftes Ding. Auf Wiedersehen, Marc. So, und ich wünsche dir morgen viel Spaß. Da unten war schwach, die Stange auf weiß. Ist hier der Punkt? Ja, hier ist der Punkt. Oh, ich hab ihn, ne. Nice. Das Schlimme ist, dass wir jetzt zurückfahren, Ares. Bis morgen, Marc. Danke, dass du da warst. Und hier auch fleißig mit rüber gewaitet bist. Und dabei geblieben bist. Obwohl wir so verstört sind. Der ist bei Ares. Also, was erwacht so ein anderes? Das kennt er nicht anders. Hallo? Ja, aber Ares ist aus anderen Gründen verstört. Was? Das könnte noch. Die letzte Stange, Mann! Digga! Warum? Ich finde die Idee hier geil mit dem Hin und Her, dem Kreis von mehr auf verschiedenen Was störend ist jetzt dieses, wie gesagt, schwarz auf schwarz. Lass das weg oder würde ich sagen, ein richtig schönes Ding hier. Ich komme von den Losers, bin es gewohnt. Okay, das stimmt auch wieder. Okay. Das stimmt. Nein, die letzte Stange! Da kam heute ein ziemlich fetter Raid rein, ja. Ich finde die Maps trotz der Schwarz irgendwie richtig geil. Habe ich das jetzt gerade ernsthaft geschafft, da beim Drehen zu verkacken? Ja. Oh. Aber muss ehrlich sagen, der hat nette Ideen. Ey. Oh. Nur diese Stelle hier, Freunde, wie gesagt, hoch und jetzt runter. Nein! Ich bin am Punkt vorbeigerutscht! Nein! 37. Ich würde sagen 8 Stunden. So viel Drachen, die verschoben haben, so geil aus. Ey, ich kotze gleich ab, wirklich. Anime, was hast du genommen? Rechts oder links? Ich hab rechts genommen, da hab ich in die Luft vorgehabt. Wieso war es, Sarah? Ja. Okay. Sätze, die ich gerade brauche. Und wieder nicht. Es ist so kotzen, was eine Fittlauch-Map, Alter. Ich gucke zu und dann funktioniert es! Mit seinem Sensei Anime-Fan. Was eine Scheiß-Map, Alter. Also ich mag die ehrlich gar nicht, ne? No joke. Das Einzige, was mich am Ende gestört hat, ist dein, das Schwarz auf Schwarz. Ja, vor 10 Minuten hast du auch noch gesagt, dass da irgendwo eine Kante wäre und so weiter. Ja, okay, die Kante, okay, ich kann mir eigentlich mal angucken, ob das so ist. Ey, ich krieg die Scheißstelle nicht hin, die ist so kacke, ey. Ich kann hier rumfliegen. Du hängst doch an der Stelle noch gar nicht so lange. Hm? Sieht immer nicht so aus, die scheint auf gleicher Höhe zu sein. Oh, wer war denn das? Vielleicht doch keine Kante gehabt. Hm? Ich habe auf jeden Fall eine Kante gefressen. Okay, das kann auch nicht wieder ein Rockstar-Fehler sein. Ja, Rockstar ist ein Fehler, ja. Okay, das stimmt. Rockstar ist ein reiner Fehler, Freunde. Ey,
wieder irgendwie eine Kante gefressen, weggesprungen. Wohin? Okay. Ja, deine Mutter! Absolut also, richtig. Also darf ich Fürst 2 gefahren, Arsene, der auf dem Punkt. Ey, das ist ja nicht normal jetzt, ey. Ach, komm mal. Also, dass wir jetzt in die Teile ausgegangen sind, Freunde. Das Ende war ja. Zack, 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 konnte man gut fahren. Ich glaube, da fehlt Ares gerade durch. Ja, muss okay, man halt ich nur. Nicht Fürst 2. Ich ey, nein, 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 da war der fucking Punkt! Was passiert, Mann? Ja, gegen Punkt, die Kante von der Auffahrtkurve gerasselt. Oh, das ist belastend. Also, da war wirklich direkt der Punkt. Wieso hat er diese Gummi-MGs verbaut, Alter? Mal ohne Mist. Um ein Element zu schwanken, gehe ich mal von aus. Ja. Zu Kosten der Qualität, Alter. Aber ja, ich komme voran. Na, immerhin. An welchem Punkt bist du gerade? Kann ich dir gleich sagen. Ich fahre gerade durch das... Man tut es macht Bestecke, ja. Hey. Hallöchen, Silberstar. Nein, 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 nein! Da! Ah! Endlich! Weil ich aufs Gas gedrückt habe. Na, das war jetzt auch geschafft. Ich fahre gerade zu Punkt 6. Ah, okay. Und das ist ein Fake-Punkt, also eigentlich Punkt 7. Nice. Und das kriege ich dieses Mal auch hin. Anime-Section! Besteck möchte mich viermal sehen, ja. Viermal Anime. Ich bin Punkte schon wieder an die Kante geil, von der fucking Röhre geknallt. Letzten zwei. Ich hätte ja mal einen Punkt anbauen können. Wenn wir es da sieht, wo du hin sollst, ja? Ja, weil der schon. Hat ja, der beherrscht ja Fake-Punkte. Das ist auch so, oder? Ja. Oh, Freunde, dann würde ich mal sagen, ab ins Loch, ist ja nur Alex vor mir gewesen. Zack, easy. Freunde, jetzt ist Anime-Fan ein... Oh, finally. Ah, die später runter in Runde hat es geschafft, in dieses Element. Ja. Ja, das Stück hatte ich schon. Ist jetzt ich bin wahr, schon oder? Ein paar Mal danach unten vor die Röhre geknallt. So, jetzt läuft es. Okay. Nö, macht ja nix. Ich markiere mir die Map auf jeden Fall. Ares? Ich hab's auch im Ziel. Nee, erst in 9 Sekunden. Gut, ich spür mich mal ab. Alter, was eine knappe Nummer. Ja, 8 Minuten Challenge, ganz knapp verkackt. Ich glaube, es ist keinem aufgefallen. Ladies and Gentlemen, wenn euch diese Episode gefallen hat, positive Bewertung da lassen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr Anime-Fan verlinkt, die Map zum selber zocken, Partner zu Gaming, Partner-Triebwerk und den Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte. Einen wunderschönen Tag, haut rein, macht's gut und ciao.